Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play zu Hogwarts Legacy. Ja, zuletzt haben wir unseren Zauberstab endlich bekommen. Also, wir haben jetzt endlich einen eigenen. Und wir sollen jetzt hier noch unsere letzten Ausrüstungsgegenstände in Hogsmeade besorgen. Das ist hier gerade Schriftrolle. Mitnehmen hier. Wir sollen auf jeden Fall noch zu Lupins Zaubertränke und zur magischen Rübe. Oh, schauen wir mal kurz auf die Karte. Zaubertränke. Da waren wir schon drin. Kleidungsgeschäft, okay. Friseurgeschäft. Das Geschäft Schnabel und Brot. Ein Geschäft für Tierwesenbedarf mit den neuesten und besten Nebenprodukten von Tierwesen. Nebenprodukte von Tierwesen, okay. Honigtopf. E-Play und Söhne. Teehaus. Ein Vorplatz. Sportbedarf. Ach, hier ist noch ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer, Flohflammen. Leuchtfeuer. Magische Rübe. Der alte Narr. Ein verlassenes altes Gebäude. Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Aha, okay. Ja, dann holen wir uns doch erstmal jetzt hier bei den Zaubertränken ein paar Tränke ab, würde ich sagen. Ja, alle Türen abgeschlossen, ne? 2. Stufe 2. Stufe 2. Ist alles abgeschlossen. Ja, Fear the Goblins. Möchte rein? Ja, da wird man doch schon wieder entdecken gehen hier. Oh. Oh, da ist auch noch was. Ach, ich glaube, man kann ja auch stundenlang rumlaufen und einfach nur entdecken. Money ist immer gut. Money for the Tash. Hier ist nochmal so eine Augenkiste. Und hier noch? Ach so, so ein Spiegel. Lumos. Sieht aus wie ein Steg am Wasser. Oder? Na, hüpf. Oder nicht? Mit Anschwung. Und dann trotzdem ins Wasser gefallen. Cool. Wenn da schwimmt, komme ich hier hoch? Nicht. Ich dachte, ich könnte hier elegant abkürzen. Klappt natürlich nicht. Wie ich es mir denke. Kommen wir hier rein? Oh jo. Mal ein Humpenbier hier. Oh, ist das? Okay. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre ein Pinkelpot. Ah ja. Ah. Ist schon wieder so eine komische Affenfigur. Besen an der Wand. Ja, eine Kiste, da ist der Falter, den wir brauchen. Mal kurz, ob hier noch irgendwo was ist. Ist noch eine Luftrolle? Okay. Was hier? Jo. Der Steg des Eberkopfs. Jawohl. Und mit kleine Modi. Führe dich ans Licht.
Oder ins Gemälde. Was versucht er denn da? Im Mini-Besen kommst du aber nirgendwo hin. Was springt der denn jetzt nicht da drüber? So, weiter geht's. Ich glaube, wir müssen mal so eine Folge machen, wo wir einfach nur auf Entdeckungstour gehen hier. Da, Pipis. Pippins. Pipi. Willkommen bei J. Pippins. Servus. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ja, geben wir mal ein paar Rezepte für Eduos-Trank. Felsigen Filmpilz, jedenfalls Schaden schützt, okay. Eine weise Entscheidung. Mega Power Trank Rezept. Ein Heiltrank ist natürlich immer gut. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Ein Inferni gesammelte ist eine Zutat für Donnerbräu. Dorffliegen, die habe ich auch schon. Oklumsaft. Ja, tun die wie Pilze aussehen. Spindfangzahn, Blutegelsaft, Basenköterfeld, Rollpopel, Giftpilze, die haben wir schon. Ah ja, eine Anschwinderin. Sumpfkrattlerzunge, oh Gott, oh Gott. Unsichtbar. Okay, Donnergebräu. Ausspreche. Okay. Hört den Zauberstein, also so ein Buff, würde ich sagen. Aber das sind ja in der Form eigentlich alles Buffs, oder? Okay, unsichtbar jetzt vielleicht nicht. Aber das hier ist ein Buff für reduziert Schaden. Mit Häuptgegner und Flitzy. Cooldown für Zaubersprüche. Und erhöht den Zauberschaden. Das kostet. Oh, das ist so teuer. Ja, den Zauberschaden ist trinken für Kurzzeit erhöht. Wäre cool, wenn die Zutaten dabei stehen würden. Für was ist. Ich glaube, da steht zwei Zutat für Donnerbräu. Wer wäre das hier? Fokustrank. Und für den Unsichtbarkeitstrank. Wir sollten auf jeden Fall schon mal unsere eigenen Heiltränke herstellen können. Aber da steht nirgendwo bei, was. Für den Heiltrank. Hier, achso, hier kann man mal Sachen verkaufen. Und erstmal noch nicht. Erstmal behalten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, ich ziehe mir noch hier die Zauberrolle von dir weg.
So, ja, durch die Wand funktioniert es nicht. Da ist eine Zauberbuchseite. Meins. So, und jetzt sollten wir noch zusammen irgendwo da oben sein. Kommen wir hier rüber? Oh, ist der Fluss im Weg? Da ist die Brücke. Okay. So, dort Ruhe. Und obwohl mit dem Unsichtbarkeitstrank kommen wir bestimmt auch an die Truhe dran. Revelio. Okay. Also man kann definitiv nicht schnell genug sein. Hier der Friedhof, ne? Und es hier gleich noch ein paar Zombies entgegenkommen. Okay. Ich glaube, wir müssen da unten hin. Zur magischen Rübe. Das da oder das da? Magic Neep. Ja, okay, hier. Privilegium. Okay. Oh, guten Tag. Hi. Ah, hallo. Es geht. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Also gut, das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Heißt, wir können wohl irgendwie hier noch unsere eigenen Sachen anpflanzen. Und fliegen. Ah ja, okay. Netti. Meine Regale wären leer. Revelio. Dorfplatz. Da wieder so eine Augentruhe da unten. Sehr gut. Ja gut, mit den Fliegenseiten ist schon relativ easy. Aber mit den ganzen Schlössern, was man da noch machen muss. Da waren wir schon drin. Da gibt's Butterbier. Ewig einfach. Sag mal, ist das so nebelig hier drin? Was ist das hier? Geht mal einfach oben rein, um noch höher zu gehen? Ah ne, da geht's mal drüber runter. Oh. Wow. Jeder Handschuhe. Noch was? Money. Oder Tash. Revelio.
Wir sind im drei Besen. Ich wollte gerade sagen, hier muss ja auch eine Truhe, eine Buchseite sein. Kann ich den ansprechen, den Typen? Nüsse essen. Ich dachte, wir können mit ihm reden. War noch was? Ein Buddha-Bier nehmen hier? Möchte jemand was? Gibt eine Runde. Lokalrunde. Einer? Was mit Ihnen? Ja, du siehst aus, als hättest du auch schon das ein oder andere Butterbier zu viel gehabt. Hm, Maiskolben, Wurst, Speck. Gut aus. Sag ich mal, danke. Okay. Hier gerät nicht gerade die Luzi ab. Olivander, Sie müssen hier lang. Kommen wir hier, Zonkus. Zum Kreis gelaufen. Eine Handbuchseite. Liegt auch noch eine. Ich bin schon wieder voll im Sammelfieber hier. Das ist der Nazi. Moment. Komm sofort. So, bin da. Wo wollen wir hin? Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. What the fuck? Alter, was ist das denn, ey? Jetzt gerade möchte ich auch gerne Bombarder können. Ausweichen. Oh Gott. Protego bringt wohl doch nicht so viel. Schaffen wir ihn denn überhaupt? Ach hier. Manchmal so. Wir müssen ihn zerfassen. Y, los Y. Ah. Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das gefällt mir. Mach das nochmal. Ja. Nochmal. Oh Mann, noch ein Pass und noch ein Ding. Hat lang genug gedauert. Und drauf. Finish him. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen? Ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zum Auror, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Kein Problem. Ein Trolljäger. Warte mal, Link. Hätten wir nicht eigentlich auch noch... Warte mal, nee, mehr haben wir doch gar nicht. Das, ne, okay. Wir sollen reparieren. Reparo. Hallo.
beeilen. Mal sehen, was er will. Er will was? Nö. Ich repariere erstmal, okay? Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Gut, du bist kaputt gegangen, ne? Also, der Reparo-Zauber sieht immer noch sehr eindrucksvoll aus. Was habe ich denn jetzt mal repariert? Rebellion. Reparo. Ach. Jetzt hat Officer Zimmer eine Sorge. Uiuiui. Leucht. Achso. Jetzt mal Leuchtfeuer. Flohsamen. Flohfeuer. So, gucken wir mal, was der möchte hier. Ladeninhaber. Wir haben gerade über dich gesprochen. Guter Tee, guter Tee. Bild der Schuss drin. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill. Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben zum Dank für Ihre heutige Tat. Ja, danke, oder so. Mr. Hill, das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ja, das kenne ich doch schon. Den ziehe ich bestimmt nicht an. Der ist doch doof. Okay. Und sowas kaufen. Ich glaube, da können wir uns erstmal. Legendär. Können wir uns erstmal. Sparen, glaube ich. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Ich verkaufe noch mehr Kampftauben. Kann ich jetzt wieder mein anderes Ding haben? Wollte ich nicht haben hier. Das ist nämlich besser. Schüsse sind auch besser. Dann nur wieder umwandeln. Doch, so mit dem. Kann das nicht einfach so bleiben? Und Schal haben wir noch nicht. Hier noch was? Nein. Okay, die Werte sind ein bisschen hochgegangen dadurch. Stände, wenn Sie welche brauchen. Revelio, schauen Sie sich nur ganz. Jetzt hätten wir lieber einen Besen geben sollen. Das ist auch noch eine Truhe mit einem Auge. Hier ist eine normale. Hier ist wieder so eine Statue. Also wenn einer weiß, was das hier für eine Statue ist mit diesem Äffchen drauf. Der leuchtenden Kugel. Kann mir da noch keinen Reim draus machen. Noch eine Schriftrolle. Ah, guten Tag. Kommen ja, servus. Sehen Sie sich um. Wenn Sie Schokofrösche gegessen haben, fassen Sie bitte nichts an. Ja, auch, dann erst recht.
Okay, Nancy will, dass wir hier weitergehen. Ja, ich komme ja schon. Wenn das nicht zu Fall ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant und eine mächtige Hexe. Es ist gut, Hattie, sie zu kennen. Nancy? Ich glaube, ich nenne dich einfach Nancy. In Hogsmeade an das Kind dran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier! Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Wie der Kobold guckt, ey. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Mach mal. Oder sind die jetzt hier irgendwo hier draußen? Okay. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Okay, Nancy.
Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Okay. Müssen wir das? Dann machen wir das. Schnellreise. So, den ersten Tag haben wir hingekriegt, ne? Tag 2 in Hogwarts. Nachricht lesen. Eine Eulenbrust. Der Opa hier. Keine Nachricht. Ich kann über das Medaillon. Hier lang gehen. Machen wir das mal fix. Wieder mal auf Arbeit. Rebellion. Haustruhe, was können wir denn hier in der Haustruhe platzieren? Nein, wir gehen jetzt erstmal Mission machen. Wie gesagt, wir machen mal eine Folge, machen wir mal Entdeckungstour. Heuler bekommen. Glaub mir, wenn du heimkommst, gibt es ein ernstes Gespräch und es wird dir nicht gefallen. Cool. Lenkflaumen. Das ist auch fake. Noch 50 Schmäder. Falsche Richtung. Lumos. Könnte auch irgendwo hier in der Nähe sein. So ein Torbogen. Bei Säulen. Will aber auch immer angeklickt werden, ne? Überall ist einfach irgendwas. Lumos. Revelium. Lumos. Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Wir gehen zum Professor. Komm. Der Etage schon? Mal kurz einen Blick werfen, ne? Ganz kurz. Rebellion. Angeber sind in Wahrheit nur unsicher. Okay, geht's aber zum Professor. Jetzt mal wirklich. Da ist die Mutter. Lumos. Die müssen wir jetzt aber zurückbringen. Das muss aber sein. Gibt immerhin wieder eine Seite dafür. Da.
Das ist da oben unser Level, glaube ich, ne? Level 9 jetzt schon. Ja. Das ist gut, das ist ein okayes Level. Natürlich jetzt keine Referenz dazu. Level 9, 10, Warten. Bitte warten Sie. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank, sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Okay, also wir sollen wieder was Neues lernen. Ist auch mal... Konnte ich die gerade amüsieren? Okay. Hätte sein können. Also wir müssen hier noch irgendwas an Zaubern lernen bei Professor Hackett, wie ich das verstehe. Gibt auch nochmal was. Aha. Okay. Wer denn da? Okay. Interessant. Okay, was sollen wir denn bei Professor Hackett machen? Wer ist das denn? Hatten wir den schon? Dann überlegen. Ich muss den Feuermachtzauber erlernen, um mit dieser Geschichte fortzufahren. Feuermachtzauber. Erreiche Stufe 3. Bin schon bei Stufe 9. Vielleicht, dass wir gehen wahrscheinlich Overpower. Was ist mit dem hier? Was machst du? Vielleicht sein Zauberstab leuchtet und der guckt die ganze Zeit da so rein, so, hallo, guck mal, meiner leuchtet. Okay. Ah ne, das ist wieder so eine komische Nebenmission. Doch, hier waren wir schon. Ach, die ist das. Ja, 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 alles klar. Oma. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben.
und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Ja. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training. In Zauberkombination mit Luke und Bradley durchführen. Ich dachte, ich kriege jetzt hier so einen Feuerzauber, Mano. Ja, dann machen wir das mal. Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Was ist denn gekreuzte Stäbe nochmal? Freundliche Seele hilft. Nerv nicht. Hilft dir nicht. Kreuzte Stäbe. Ach, dieses Duellierding vielleicht. Ne, hier oben lang. Zauberkombination mache ich mir jetzt keinen Reim raus. Richtig. Hm. Wir werden es erfahren, ne? 113 Meters. Revelio. Eine Rolle, okay. Da geht's auch noch lang. Hui! Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, indem jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten. Das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagt. Revelio. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie... Ähnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Ist wohl auch die eine Toilette hier gibt. Das müssen wir mal prüfen. Weil der Piece, der nervt aber auch echt. Oh, ist schon ein Nervensäge, der Typ. Revelio. Was ist los mit ihm? Jetzt ist er schon wieder hier. Mein Gott. Das? Legioso. Repar. Accio. Ja, dann können wir wahrscheinlich noch nicht den richtigen Spruch dafür. Gut, von der Zeit her würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne auch ein Like da lassen oder einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder was ich übersehen haben könnte vielleicht, dürft ihr mir gerne schreiben. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, teilt die Videos fleißig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut!